Oh la la. Herzlich willkommen im Backcheck Talk, wo wir das Thema und das ja, doch noch ein bisschen genauer miteinander anschauen. Machen wir das heute mit unserem MySports-Experten, mit Sven Helfenstein, unter anderem auch tätig als Spieleragent, und mit dem Andreas Henni, MySports-Experte und ich nenne die gängige Statistik-Guru. Nervt dich das aber, würde ich sagen? Mach mich fuchsteufels wild. Du hast noch schon Bier eingeschenkt. Einfach ein bisschen vorherig gewesen. Ja, sicher. Wir Hockeyspieler nehmen ab und zu noch gerne eins, weißt du? Findest du jetzt das alkoholfreie Fein? Bis jetzt hat es immer geheißen, du seist nicht so Fan von. Nein, das kannst du so nicht sagen. Ich habe einfach gesagt, wenn ich alkoholfrei. Wenn ich gehe, dann gehe ich steil in der Regel. Aber mit dem alkoholfreien Bier kann ich nicht steil gehen. Darum würde ich jetzt eher auf Wasser gehen. Aber ich sehe kein Wasser vom Tisch. Und weil ich ja am Teamplayer bin, leere ich ab und zu auch noch das Gläschen hinterher. Dann würde ich dir vorschlagen, gehen wir steil ins Thema rein. Der Lausanner Hockey Club ist heute Abend unser Hauptthema im Backcheck Talk. Die Lausanner, die 2013 sind aufgestiegen. Die Hockey-Szene in der Schweiz hat sich gefreut. Ganz viele begeisterungsfähige Fans. Dann hat man relativ erfolgreich gespielt in den letzten Jahren. 6 Playoff-Qualis in 8 Jahren. Man hat sich gewandelt von einem Aufsteiger zu einem Club mit Meisterambitionen. Fazit: Lausanner hat alles, damit man sie in der Hockey-Schweiz gerne hat. Ein tolles Stadion. Die schönste Liebling ohne Werbung. Und jetzt, wenn man sich ein bisschen umhört und wenn man die letzte Woche mitbekommen hat mit dem Fall Barberio, der da für Aufsehen gesorgt hat, da sehe ich so ein bisschen einen Wandel im Image oder so ein bisschen einen Bruch. Lausanne, der irgendwie negativ konnotiert ist in der letzten. Wie seht ihr das? Hoss, wie siehst du das? Willst du anfangen? Jetzt gebe ich es erstmal dir. Gut. Ich möchte nachher können kontern für das. Gut, okay. Ich finde. Wollen wir noch schnell anstoßen? Wir haben schon das drinnen. Ja, es liegt drinnen. Cheers. Es nimmt natürlich von unserer Redezeit weg, aber wir können es handeln. Nachher überlegen. Genau. Nein, ich finde. Also, ich persönlich kann ja nur sagen, wie ich es wahrnehme. Ich habe nicht das Gefühl, was Lausanne extrem negativ auffällt oder weiß ich was. Wir haben natürlich in der Schweiz immer ein bisschen. Unsere Vorurteile, wenn halt, ich sage jetzt mal, ausländische Owners plötzlich den Karren übernehmen und gewisse Sachen vielleicht ein bisschen anders machen. Das muss ja nicht immer schlechter sein. Sind aber in Lausanne sicher mit sehr viel PS unterwegs. Und das ist ein bisschen atypisch für uns Schweizer, oder? Wir sind eher ein bisschen gemütlicher unterwegs. Und ja, es sind auch gewisse Entscheidungen gefallen, wo halt der eine oder andere Schweizer, sage jetzt mal, ein bisschen komisch reinkommen. Und das ist aber auch okay so. Aber wenn wir noch mit den ausländischen Besitzverhältnissen in der Schweiz sind, wir sind ein bisschen brönte Kinder. Ken Stigner in Kloten und in Lausanne, Hugh Kenneck in Genf und in Lausanne, mehr oder weniger. Wir sehen einfach nicht so drei. Oder sie machen es eben anders als vielleicht andere Clubs. Spielt das auch irgendwo durch bei Lausanne als Background? Ist das wichtig im Kontext, wenn man den Peter Svoboda beobachtet? Ich glaube, von einer Wahrnehmung ist es vielleicht etwas, was sich weniger gewöhnt ist, natürlich. Wir haben es ein paar Mal gesehen, vielleicht noch mehr im Fußball, dass irgendwie so ausländische Besitzerverhältnisse einfach gewisse Risiken mit sich bringen. Und gleichwohl kann man ja nicht einfach da irgendwie alle über einen Kamm scheren. Also man muss das durchaus in dieser Gegebenheit einzeln betrachten. Und da ist nicht, weil jemand ein paar Entscheidungen trifft, die vielleicht nicht immer das Maximum auf der Popularitätsskala treffen, macht er automatisch etwas Gutes. Aber wenn jemand irgendeinen Anfang der langfristigen Strategie umsetzen, dann ist es eigentlich immer mal mit Wechsel verbunden und immer mal einige Leute, die an diesen neuen Ansätzen nicht Freude haben. Und eigentlich eine gewisse Negativität oder so ist dann relativ oft da. Und viele Entscheidungen, die zu etwas Erfolgreichem führen, die sind dann am Schluss sind's dann alle, haben es dann schon lange gesehen und sind dann auch irgendwie überzeugt gewesen. Und am Anfang, wenn etwas umgesetzt wird, dann nicht. Es ist einfach noch zu früh, um zu sagen, in welche Richtung die Reise effektiv am Gehen ist. Und ich würde es nicht bewerten, wenn es im Moment irgendwelche Negativität oder auch Positivität, was auch immer gibt. Ich muss sagen, die Aussenwahrnehmung ist eigentlich völlig egal, wie es nachher sportlich läuft. Irgendwann dann. Ja, sicher. Nein, am Ende des Tages interessiert alles nur das Resultat, das nachher auf dem Eis ist, oder? Und wie es der Hoss sehr gut gesagt hat, ich glaube, jetzt haben wir einfach einen Start gesehen. Wir haben eine sehr schwierige Corona-Saison letztes Jahr gehabt, wo sowieso schwierig zum Werten war, oder? Und wie sie ja sagen, oder wie sie ja kommunizieren,
haben sie einen 5-Jahres-Plan. Und ich glaube, erst wenn man ein paar Jahre in diesen Plan rein ist, kann man dann auch wirklich sagen, in welche Richtung geht es. Vielleicht gerade als Sportchef oder jetzt als neuer Owner kannst du nicht kommen und dann ist einfach alles gerade so, wie du willst. Ich glaube, auch wenn ich und der Hosse jetzt den Club übernehmen würden, wir wahrscheinlich das eine oder andere Teile auswechseln. Ich würde eine Saison abkaufen, wenn ihr das machen würdet. Ist das okay? Entertainment pur natürlich, oder? Du schon mal eins abverkaufen. Ja, oder? Nein, ich glaube, es ist ein Logo. Es hat jeder ein bisschen seine Pläne, aber ich glaube, wichtig ist, dass du nachher ein Team um den Plan herum baust und probierst einfach den zu verfolgen. Und ob er dann aufgeht oder nicht, das wird sich dann herausstellen. Ja. Was ich mich eigentlich frage, ist, ist das so eine Deutsch-Schweizer Brille, die wir haben? Und in der Westschweiz sieht es anders aus. Oder gibt es tatsächlich, eben, weil wir auch ein Schweizer sind, haben wir einen anderen Bezug zu vielleicht auch die Art und Weise, wie Lausanne kommuniziert und vielleicht auch der Führungsstil. Wenn man jetzt einfach die Zuschauerzahlen anschaut, mit 1920 vergleicht, was noch normal war, bis mit 20 dann Corona kam, da hat man fast, ja, 2000 Zuschauer weniger pro Jahr. Seht ihr dort zusammen? Oder ist das, ja, ist das strikt? Nicht die Einzigen, die jetzt mit den Zuschauern noch nicht ganz auf gleichem Niveau sind wie vorher, oder? Aber 61% jetzt und vorher irgendwie bei 3, über 80. Das ist schon krass, der Unterschied. In der gleichen Arena. Ja. Ich glaube schon, dass es einige... Ich sage nicht, es hat nicht irgendwie Signale gegeben, wo vielleicht auch kritisch gesehen worden sind. Also wenn jetzt einfach mal zwei Coaches hast, die entlassen worden sind, wo beide irgendwie sind, das irgendwelche Rechtsfälle. Das ist nicht gut für die Liga, das ist nicht gut für irgendjemanden. Das ist, was wir sehen. Man sagen, Wille Pelton, einfach zur Erklärung für die Leute hey, Wille Pelton und Craig McTavish, wo beide sind entlassen und jetzt vor Gericht für ihr Geld streiten. Ja, richtig. Also von außen sieht man einige solche Sachen und da sind wir aber dann, oder wenn man Gegenposition, oder was ich vorher probiert habe zu sagen, ist, okay, jetzt kommen also einige Zuschauer weniger. Wenn du dir vorher eine Strategie ausgedacht hast, dann musst du halt die nachher durchziehen. Und es ist in dem Sinne irgendwie dann hinzunehmen, dass am Anfang da die öffentliche Response da vielleicht nicht einfach positiv ist und dass das auch wehtut und ungemütlich ist und alles zusammen. Nur das Gegenteil sieht man einfach auch sehr viel. Also, dass da eine neue Strategie verkündet wird und ab dem ersten kleinen Stolperstein wird die wieder über den Haufen gerührt und dann gibt es irgendein Flickwerk und dann kannst du einfach nicht mehr von einer Strategie reden. Ich kann das noch nicht beurteilen, was das ist. Ich glaube, am Schluss ist, wenn sie Erfolg haben, dann ist es gut gewesen, wenn sie nicht Erfolg haben. Das war nicht gut gewesen. Wir kommen dann noch zur Strategie von Peter Svoboda. Ganz kurz, was wir jetzt könnte bringen, ist eigentlich der Stefan Rochet, der Welschschweizer Expert bei MySports. Wir haben von ihm die Frage, die wir vorhin besprochen haben, hat es einen Zusammenhang? Zuschauerzahlen und Strategie, Kommunikation in Lausanne. Genau das haben wir von ihm wissen. Alors, sur la base d'affluence, moi, j'ai une petite théorie là-dessus, messieurs. Écoutez, il y a deux ans en arrière, on avait Peltonen comme entraîneur. C'était un style de jeu très défensif à la finlandaise et très peu attractif. Il y a beaucoup de gens qui étaient déçus par le spectacle présenté. L'année dernière, on avait un entraîneur avec un style beaucoup plus offensif, McTavish. C'était attractif, mais c'était l'année du COVID. Et cette année, on a un retour. Évidemment, le COVID, les restrictions, ils sont pour quelque chose, mais l'équipe ne performe pas. Et moi, je suis convaincu que les gens, le baisse d'affluence n'est pas attribuable à la gestion ou à Peter Svoboda. Les gens ne vont pas voir Peter Svoboda, ils vont voir le Lausanne Hockey Club. Et si le Lausanne Hockey Club se remet à performer, je suis sûr qu'on va retrouver du monde. Der Stefan Rochet mit einer ganz klaren Aussage. Zuschauer, die kommen nicht wegen Peter Svoboda, sondern die kommen, wenn das Team erfolgreich ist und vor allem schönes Hockey spielt. Das sei zum Beispiel unter dem Wille Belton nicht so der Fall gewesen, oder? Dort hat man viel defensiv gespielt. Es sei besser geworden mit dem Craig McTavish und jetzt einfach in dieser Saison der Lauf ist nicht. Und das sei der Grund, das ist seine Theorie, das sei der Grund, warum die tiefen Zuschauerzahlen existieren. Aus meiner Sicht klingt das relativ plausibel sein. Ja, ich sage, das sind 100%ig die nicht so optimale Resultate. Das andere ist Covid. Also, da müssen wir nicht um den Brei reden. Sagt, hat die Mannschaft mehr Zuschauer wie letztes Jahr? Oder wie vor zwei Jahren? Wahrscheinlich nicht. Ich meine Freiburg, aber... Freiburg, aber dort läuft es. Und wahrscheinlich auch schon. Ja. Aber ja. Ja. Oder? Und der Rest ist, das ist einfach, das sind Facts. Oder? Also ich glaube, da würde ich jetzt nicht zu viel hineininterpretieren. Klar, das sind sehr mühsame Situationen natürlich, wenn du plötzlich weniger Zuschauer hast. Aber ich glaube, es sind immer noch sehr viele Leute, die nicht am Match gehen noch, wegen dem Covid-Zeug, weil sie einfach ein bisschen Angst haben noch. Die einen sind dann geimpft, gehen aus diesen Gründen nicht. Also ich meine, das spielt einfach immer noch rein, das ist klar.
Ich habe vorhin so ein bisschen rausgespürt, dass ihr die Aussenwahrnehmung gar nicht so negativ seht vom Lausanne Hockey Club. Etwas, was man immer wieder gehört, ist, dass viele Spieler auf dem Transfermarkt sind angeboten wurden, etwa drei Viertel von der Mannschaft, was sehr ungewöhnlich ist. Und dass Kritik immer wieder laut wird, dass Lausanne mit den Preisen, was die Löhne anbelangt, oben reinschießt. Du als Spieleragent hast immer wieder mit Lausanne zu tun. Wie viel kannst du mir da sagen, was da dran ist? Ich glaube, es ist sehr viel Spekulation drin. Also, ich glaube, wenn man Peter Svoboda ein bisschen kennt und mit ihm redet, er ist definitiv nicht auf den Kopf geht. Machst du das viel? Redest du mit ihm? Mit wem hast du zu tun? Der Sportchef ist ja offiziell der John Fuchs. Genau, ich habe mit beiden zu tun. Oder? Sind natürlich, die Entscheidungen werden immer abgesprochen schlussendlich miteinander. Aber ich glaube, er macht sich definitiv seine Überlegungen. Und etwas vom Ersten, was er mir gesagt hat, am Anfang ist er das Gefühl, die Mannschaft ist viel zu teuer, als er die Mannschaft übernommen hat. Und er hat eigentlich nicht warten wollen, bis einfach die Verträge auslaufen und hat eigentlich sofort gewisse Bewegungen in das Roster reinbringen und hat all das angefangen mit dem atypischen Traden. Und in der Schweiz ist das eigentlich etwas, das ist vorher gar nicht gross passiert. Du hast eigentlich zwei Jahre unterschrieben und dann hast du mehr oder weniger die Verträge abgesessen. Sag mal schnell, warum das atypisch in der Schweiz ist. Das hat etwas mit dem Arbeitsgesetz. Ja, Arbeitsgesetz ist sein, aber das andere ist einfach, es ist so ein bisschen Usus geworden. Man hat einfach gefunden, okay, look, bei uns ist es einfach so, wenn man einen Vertrag unterschreibt, dann erfüllst du den Vertrag. So ein halt einfach ein Mann, ein Wort, oder? Und in Amerika ist es halt schon gang und gäbe, Vertrag ist eigentlich ein Fötzel Papier. Die Summe, die draufsteht, kommst du ausgezahlt über, aber wo die dann schlussendlich ausgezahlt wird, in welchem Club, das wechselt relativ oft. Und er hat gefunden, okay, ich will nicht erst in 4-5 Jahren eine erfolgreiche Mannschaft auf dem Platz haben oder auf dem Eis haben, sondern ich will relativ schnell anfangen, Bewegung reinbringen bei Bausteinen, wo ich das Gefühl habe, sind zu teuer oder passen in das Team. Und ja, da kommt natürlich Unruhe auf, ist klar. Wenn du einer von diesen Jungs bist, der betroffen ist, wenn er plötzlich zu dir kommt, dann sagst du, lass mal zu. Vielleicht zum da mal eine Gegenposition einmal reinbringen, weil wir ja immer einer Meinung sind. Ja, okay. Also der NHL ist einfach etwas anderes. Das ist nicht ein Verband oder die untersteht nicht irgendeine. Die können die Regeln machen, die sie wollen. Ja. Das ist eigentlich, innerhalb von dem können sie das so bestimmen. Und innerhalb von dem ist sie auch extrem reguliert. Also NHL ist ja, wenn du dort nachher eine No-Move-Clause hast oder irgendetwas, ja, dann bist du dort 100% geschützt und so weiter. Ich glaube, die Schweiz hat sich ein bisschen mehr durchgesetzt, dass man, hey, wenn es für den Spieler nicht passt und für den Club passt es nicht, hey, probieren wir doch eine pragmatische Lösung zu suchen. Ist sicher auch von Agenten, wo jetzt eine neue Generation dran ist und wo man Lösungen sucht, dann durchaus sieht, für den Spieler macht es keinen Sinn, dass du den Vertrag abhockst, dass man pragmatisch ist. Er hat vielleicht ein bisschen pusht, das kann zum Teil gut sein, zum Teil kann es ein bisschen negativ sein. Genazzi irgendwie als Beispiel, wo nicht so viel gespielt hat. Und dann plötzlich jetzt einen langen Vertrag unterschrieben hat und jetzt wieder sehr viel spielt, ist etwas, wo man, und korrigiere mich, wo man in der KHL sicher vielleicht jetzt bei dir mal sieht, wenn man einen Spieler nicht mehr will, dann hat man ein, zwei Club, die interessiert ist, dann gibt man dann wieder eine Tonne Eiszeit, damit der Preis möglichst ein bisschen aufgeht für den Spieler. Vielleicht ganz kurz zum falschen Nazi, für die Leute, die es jetzt irgendwie nicht mitbekommen haben, oder? Ein gestandener National League-Spieler, WM, Silbermedaillengewinner 2018, hat er nicht so viel gespielt, dann irgendwie Sieger angeboten worden, das ist das, was man gehört, und dann unterschreibt er einen Mehrjahresvertrag per Telefon, erfahrt er, dass er jetzt doch gleich... Kannst du uns da vielleicht auch Spieler geben? Du weißt, wie das läuft, oder? Ja, ich könnte jetzt die ganze Geschichte auflegen, aber... Ja, musst nicht, aber ein bisschen Insight, also ein bisschen... Ja, es geht einfach ein bisschen darum, sie haben ihn verlängern, primär einmal, und die Lösung ist halt einfach nicht gerade passiert, oder? Und man hat dann einfach gefunden, ja gut, wenn nicht willst, quasi für uns spielen, dann spielst du gar nicht, oder? In die Richtung ist dann ein bisschen gegangen, oder? Und ist dann, hat sich ein bisschen die Medien ausbreitet, das Ganze. Aber er wird halt einfach Jungs, die entweder committet, und wenn sie nicht committet, dann hat er ein bisschen das Problem damit. Finde ich auch nicht immer okay, oder? Ich meine, zum Teil gibt es halt einfach Situationen, wo musst du einfach durchziehen. Und ich glaube, die Spieler sind auch Profi genug, um zu sagen, du, schau, solange ich da angestellt bin, gebe ich 100% für den Club. Und ich glaube, der Spieler, der das nicht macht, den habe ich jetzt persönlich noch nicht getroffen, der einfach den Larifari-Betrieb macht. Darum ist es immer so ein bisschen ein zweiseitiges Schwert. Aber das ist zum Teil ein bisschen, was passiert ist. Ja. Aber vielleicht wenn du schnell darf, das Thema, das einfach ist, Clubs haben ihr Interesse, Spieler haben ihr Interesse. Wir müssen akzeptieren, dass es ein Profigeschäft ist und dass dort die Interessen verfolgt werden. Und das ist manchmal
angenehmer und ehrlicher, als wenn man da immer sagt, ja, das Menschliche und so. Weil am Schluss, es ist ein Markt und es ist Angebot und Nachfrage und da müssen wir einfach irgendwie realistisch sein. Und jetzt können wir positiv formuliert sagen, dass er vielleicht da einfach nochmal einen Touch von NHL Business Mind gebracht hat, wo nicht einfach nur schlecht ist. Ich würde noch gerne mal eine Stimme von Peter Svoboda, das Gebot von ihm, einspielen lassen. Peter Svoboda, wir sind diese Woche im Waadtland gesehen, haben ihn natürlich auch mit der Kritik konfrontiert, dass ja, Lausanne's Gebaren auf dem Transfermarkt doch nicht unbedingt so schweizerisch sind und dass sie eben mit den Löhnen immer mal wieder oben reingehen. Well, when we took over this team, our budget was a hell of a lot higher than it is now. So we do not overpay, we understand the market. We want to make sure that we have players here that who like to be in Lausanne. And you know, like when someone says that we're overspending money, that's not the case. Like we know our budget, we know our payroll, and we also know the other aspect of the league, who spends what, at least to certain points, you know what I mean? So I don't think that's an issue here. Ja, jetzt ist man ein bisschen hin und her gerissen. Man hört das eine oder andere eben wegen der höheren Spielerlohn. Aber das, was er sagt, das ist das, was du vorhin auch gesagt hast, macht durchaus Sinn. Ich komme zu einem Club, ich übernehme den, ich sehe den ganzen Payroll, ich sehe alle Spieler, ich sehe die Lohnliste und muss Entscheidungen treffen und habe irgendwo durch einen 5-Jahres-Plan, den er mal angesprochen hat. Das ganze Interview findet ihr übrigens auf www.mysports.ch und auf unserem Social-Media-Kanal. Unbedingt nachhören, wirklich spannende Insight aus dem Waadtland. Es macht irgendwo durch Sinn, was er sagt. Ja, ich glaube, er hat einen klaren Plan, oder? Und er zieht eigentlich rigoros durch. Und was er mit dem Plan anecken wird, das ist ihm, glaube ich, von Anfang an klar gewesen, oder? Und es ist logisch, es ist einfach nicht schweizerisch, sage ich mal, oder? Es ist halt nicht so typisch, man sucht dann je nachdem dann halt keine Lösung, die für beide stimmt, sondern er sucht dann halt einfach die Lösung primär, die für Lausanne stimmt und du musst die arrangieren. Und wenn du die nicht arrangierst, dann hast du ein Problem. Und sorry, das, also Kompetenz kann man Peter Svoboda nicht absprechen. Oder? Peter Svoboda, ehemaliger NHL-Spieler, sehr erfolgreicher Spieleragent. Also, er hat irgendwie heute mal wieder gesehen, Nicolas Perrenou hat heute gespielt, sein erstes Spiel gemacht in der National League. Also die Academy eigentlich, wo. Also ich glaube, sie ist schon der Plan, dass sie Junge nachziehen. Das sagen sie. Und wo auch du, wäre das Gegenbeispiel? Wo zu den Lakers gegangen ist? Ja, Paragano, aber. Also noch, ja, genau. Oder wie dem auch sagt, das ist wie. Es ist jetzt das Jahr, ein sehr spezielles Jahr, wo sie da sind. Und ich denke, nicht jemand, der ein guter Spieler war, wird automatisch dann ein guter Hockey-Funktionär oder Hockey-Owner oder was auch immer. Jetzt zeigt er mal seine Aussage zum Nachwuchs. Und dann sagst du, was du daraus machst. Und zwar der Peter Svoboda zum Nachwuchs. Und vor allem, wie viel Geld sie dort investieren. We've been here only for 2 years and I can assure you that our biggest program now is to make sure we have a great academy. We invested even during COVID times the most into our academy. It might be from a historical prior that the young players did not get opportunity here. But I think it just happens in every club. We brought a lot of players back, Marty, Maillard, and all the local kids, you know what I mean, who are capable of playing the game. And if someone will criticize our club by not trying to create something internal, then he doesn't know our club. He doesn't know our club, oder? Er kennt unseren Club nicht. So, was machst du jetzt aus dem, wenn du das hörst? Wir haben gesagt, hey, die kommunizieren nicht. Das ist unschweizerisch, das passt uns nicht. Jetzt hat er kommuniziert und ich weiss nicht mehr, als ich vorher gewusst habe. Nein, es ist nicht Aussage gegen Aussage, sondern wir stecken Geld in Nachwuchs. Wer macht es nicht? Es ist ein verdammt harter Kampf um gute Junioren in der Schweiz am Toben mit verdammt kompetenten Players. Also man hat da eine ZSC-Organisation, man hat Zug, die das auch im Bau hat, wo man probiert, Nachwuchsspieler zu sich zu lotsen, weil man ihnen bessere Strukturen kann geben als ein anderes Team. Also er investiert in Nachwuchs, alle anderen machen es auch, alle müssen es machen, wenn sie an die jungen Spieler ankommen. Ob sie es gut machen oder nicht, das wird die Zeit zeigen. Es ist schwierig, jetzt irgendein Fazit zu ziehen oder sagen, die sind in die richtige Richtung unterwegs. Nachwuchs ist nochmal etwas, wo einfach Zeit braucht, bis man sieht, was aus dem entsteht. Oder?
Was man sicher kann sagen oder was man vielleicht ein Fazit ziehen kann, ist, was da mit dem Fall Barberio passiert ist. Oder der Check, der unschön gegen den Garrett Rowe, der fällt mit einem Kieferbruch aus. Der Mark Barberio ist ein Wiederholungstäter, 8 Spielsperren. Und dann hat es die Art und Weise gegeben, wie die ZSC Lions kommuniziert haben in dieser Woche. Und dann hat es die Art und Weise gegeben, wie jetzt der Lausanne kommuniziert. Und so ein bisschen aktiver als früher, habe ich den Eindruck. Wie seht ihr das? Also ich persönlich finde es geil. Ich sage es so ganz ehrlich, ich finde es geil. Und zwar aus dem Grund, es ist einfach Entertainment. Wenn ich so ein bisschen NHL vergleiche mit der Schweizer Liga, das gibt immer wieder so Fälle. Coaches gehen sogar aufeinander, das weiss ich was. Es ist nicht Wettlisme, es ist Hockey. Es ist Emotionen, es ist Action. Wenn der andere über die Banden reinlehnt und durchdrüllt, ich finde das geil. Das sind Emotionen, die wollen wir doch alle sehen. Nach dem nächsten Tag wird geschrieben, gemacht, da. Ja. Ja, aber jetzt sind wir mal ehrlich. Wenn du nach dem Match bist, dann gehst du heim. Bin immer ehrlich. Und du hast niemand mehr Dexi. Wie? Ist niemand mehr Dexi. Ja, weißt du, was ich meine? Es läuft doch etwas. Das Hockey wird. Das sind wir bei dir. Aber ich glaube, das sind fast alle. Nein, ich bin nicht bei ihm. Wo bist du? Bleibst du unter dem Stein? Während dem Spiel, oder? Jetzt ist doch etwas gelaufen. Also, es wird darüber geredet, es wird darüber geschrieben. Interessanterweise hat der Swoboda gesagt, dass sie den Barberio intern noch sanktionieren für das Foul. Einfach mal so, dass wir das in der Deutschschweiz zusammen gehört haben, ein Teil von diesem Interview. Das Zweite ist, wir hatten in der NHL irgendwie die Diskussion gehabt, während dem letzten Lockdown. Das ist enorm interessant. Die NHL hat gesagt, wie können wir unser Publikum vergrössern? Ein enorm umkämpfter Markt, der amerikanische Markt, wo es darum geht, was schauen die Leute, für wo gehen die Werbetreibenden ihre Gelder hin? Dann haben sie gesagt, okay, wir fördern Nachwuchs fördern wie wahnsinnig. Wir machen das USA Hockey National Developmental Program. Wir schauen, dass Mädchen anfangen, Hockey zu spielen. Weil für jeden, der Hockey spielt, generieren wir im Durchschnitt 2 bis 3 Personen, die nachher NHL schauen. Oder? Und jetzt sind wir, wie kommen wir zu dem? Wir sagen, ist das Entertainment, wenn 2 Coaches aufeinander losgehen? In der NHL ist die Antwort klar. Sie wollen keine Fights mehr oder immer weniger Fights. Das sind nicht mehr Teil der Highlights. Weil sie gesagt haben, die Schicht, die dort gehen, schauen, die haben sowieso an Ultimate Fighting verloren. Die gehen, aber wir haben kein Ultimate Fighting bei uns, gell? Und jetzt sage ich, ich habe lieber, wenn, also ich finde es nicht gut, wenn da am Schluss vom Spiel 2 Coaches aufeinander losgehen. Aber hast du es geschaut? Hast du es mehrmals geschaut? Hast du es zurückgespult? Hast du geschaut, was der Coach am anderen sagt? Jeder hat es zurückgespult. Aus Pflichtbewusstsein. Ich würde noch mal gerne in eine andere Richtung stoßen. Ein bisschen. Oder die Emotionen während dem Spiel. Das hat auch der Peter Swoboda im Interview gesagt. Das können nachvollziehen. Ja, er ist ein emotionaler Spieler. Aber was der Rikard Grönburg nachher 30 Minuten nach dem Spiel noch in den Interviews gesagt hat, über Spieler von Lausanne und wie oder Z nachher kommuniziert hat, sehr offensiv. Mhm. Was sagt ihr zu dem? Also, was heisst sehr offensiv? ZSC hat nachher ein Video hergestellt. Lausanne hat das Gleiche gemacht, glaube ich, in den letztjährigen Playoffs. Ich finde das nicht so gut. Ich finde es. Ich sehe das ähnlich wie der Herr Swoboda. Ich will da nicht den Grönburg attackieren. Wenn du sagst, das sei unterhaltsam, die Coaches werden dir anscheinend nachher recht scharf gebüßt. Für ihr Verhalten? Also man möchte ja, aber ich glaube, es gibt einfach einen gewissen Unterhaltungsfaktor, der reinspielt, wo ich einfach das Gefühl habe, gibt es sehr, sehr viele Hockey-Fans, die das irgendwo durch cool finden. Verstehe mich nicht falsch. Die Aktion von Barberio, müssen wir nicht diskutieren, ist ein No-Go. Aber ich sage mal, was sich dann ein Coach anstellt und sagt, hey, Sven, schau mal. Durchdrüllt. Machen wir. Der CEO von der ZSC Lions, Peter Zahner, sagt zur Kommunikationsoffensive und vor allem auch zur Aktion von Barberio das. Der andere Teil von der Geschichte ist das Zeichen, das man setzt an die Fans, an die Jugend, an die Nachwuchsspielerinnen und Spieler. Und das sind einfach keine guten Zeichen. Und uns ist auch darum gegangen, ein Zeichen zu setzen für unsere Spieler, dass wir auch für uns, oder dass wir uns für sie einsetzen, dass sie den Rückhalt haben, dass wir das nicht gutieren und dass wir uns von solchen Aktionen klar distanzieren. Das ist sozusagen der Kommentar zum Statement von der Lions, der dir ein bisschen widerspricht. Nein, es widerspricht überhaupt nicht. Es geht darum, ich finde es cool und ich finde es geil, wie ich das Wortwahl war vorher, wenn ein Coach ansteht und seine ehrliche Meinung sagt, ich will dich nicht, was einer dort steht, der einfach runterlaffert, was der Fritz und der Toni und der Sepp schon vorher gesagt haben. Weil es ist nicht seine Meinung. Ich will eine Person,
der mir eine Antwort gibt, wie er es im Herzen sieht. Und der Grönburg hat genau das gesagt, was er gefühlt hat. Und das finde ich geil. Darf denn ein Trainer nach dem Spiel, wenn die Emotionen sich ein bisschen gelegt haben, herstehen und sagen, der Club ist ein Schande für die Liga? Weil der Peter Svoboda kommentiert das so. Die Reaktion von Richard Grönburg nach der Partie. Er sagt nicht das in der Partie, während dem Match, sondern nach der Partie. We cannot go and just freely say about other organizations when you don't really know the details that they're doing terrible jobs, that they don't care about their players. You know, we came down here and we are very excited about this venture. But how do you think we feel when we get criticized for occasion that happened with one of our players? We do not support that. But at the same time, we will not be accused of things. Prematurely. We need to stand up for ourselves as well. Do you understand that, right? Because we try to do things right here. We get criticized every day. It does not insult me being criticized and being told things. If you deserve it, that's fine. But when you cross the line and you have a basically free minute in your mind, we didn't lose our cool. I think their coach lose their cool. You don't act like that. Es sei schlechter Stil. Ich glaube, wir legen jetzt zu fest meiner Meinung nach auf die Goldwaage. Ich habe das Gefühl, der Coach ist sehr emotional gewesen, nachdem es passiert ist. Das hat sicher auch mit der ganzen Situation zu tun, wo er drin ist. Wieder ein Topspieler, der out ist. Ich begrüße es einfach, wenn Leute, egal Coaches, Spieler, irgendwer, nicht einfach das sagt, was er sagen sollte. Zum Beispiel nach dem Hockey im Interview. Hey, du hast ein Goal geschossen. Wie fühlst du dich? Ja, mir ist wichtig, was die Mannschaft gewonnen hat. Ich sage dir alle immer genau das Gleiche. Es sind einfach no personalities um im Business. Und wenn doch einer ansteht, Kokonos auf den Tisch legt und sagt, that's my opinion. Das ist meine Meinung. Aber er hätte doch können sagen... Er ist emotional. Aber er sagt aber, mal aber, einfach, was er sieht. Sagen, look, das ist jetzt die dritte Aktion von diesem Spieler innerhalb von 5 Spielen. Ja. Er hat keinen Respekt für die Gesundheit von unseren Spielern. Ja. Wir können das nicht akzeptieren. Das ist nicht gut für die Liga. Und ich kann von mir ein drastischeres Wort verwenden als das. Aber das ist nicht, was er gesagt hat. Sondern er ist irgendwie persönlich auf unbeteiligte Spieler losgegangen. Auf wer? Unbeteiligt? Er ist auf Krüger losgegangen. Er hat den Barberio als unfit gesehen. Ja, aber das ist doch Entertainment. Nein, also, du kannst dich doch nicht gekränkt fühlen. Was ist dir alles schon gesagt worden in der Kabine? Wenn ich aufzählen würde, was Coaches mir gesagt haben, während meiner aktiven Karriere, was für Wörter? Wenn ich mal etwas. Nein, das willst du nicht hören. Aber jedes Fluchwort gehört. Aber schau jetzt. Das kann ich doch nicht persönlich nehmen. Die sind emotional. Gesundheit. I eat it. Ich esse es. Wieder schauen am nächsten Tag. Reset. Wenn zwei Spieler aufeinander losgehen in einem Training, Ja. Kein Problem. Ja. Sondern es ist ein gutes Zeichen für ein Team. Und zwei Spieler, wo es wichtig ist, es geht ihnen um etwas. Ja. Sonst würden sie es gar nicht machen. Ja. Wenn man nachher, eine halbe Stunde später, mit dem Fernseher redet, dann... Die Qualität von unserem Spiel ist das Spiel. Und wir müssen nicht noch irgendeine Groteske rundherum machen. Ich bin Gott froh, dass das angefangen ist, ernst zu werden mit diesen Checks gegen den Kopf, Ja. Gesundheit der Spieler, dass man in die Richtung geht. Das ist wirklich schlecht, was der Barberio jetzt da geboten hat. Absolut, aber da reden wir von dem, von der Tat. Das sagt ja kein Mensch, das ist Katastrophe. Es soll bestraft werden, aber ich sage, ich habe es gern, wenn jemand ehrlich Antwort gibt. Aber, und das muss nicht jedem passen. Aber ich kann dir sagen, ich sage dir, was ich denke. Yes. Aber ich möchte schon auch irgendwie in einer Bandbreite drin sein, wo ich noch nicht irgendeinen dritten Unbeteiligten gegangen angreife. Das ist doch einfach nicht gut. Würde er gewisse Sätze vielleicht jetzt anders formulieren? Es war eine halbe Stunde später. Er hat sich offiziell entschuldigt. Das kann man sagen. Der Richard Grönburg hat sich beim John Faust entschuldigt per E-Mail. Vielleicht noch abschließend, wenn wir langsam zum Schluss müssen kommen, könnten wir noch den ganzen Abend diskutieren. Mhm. Mark Barberio ist Captain von diesem Team. Wiederholungstäter scheint, das ist jetzt meine Behauptung, nicht aus diesen Situationen zu lernen. Wie seht ihr das, dass der Captain von einem Team immer wieder in solchen Situationen verstrickt ist? Ja, ist nicht was, gut. Also, was lernen wir daraus oder was müsste Lausanne machen, wenn sie ihn intern sanktionieren? Ich weiß nicht, was sie machen. Ich glaube, das sind ja Situationen,
Es gibt einfach Spieler, die ja, haben eine kürzere Zündschnur. Sind wir einverstanden? Der hat den nicht also ich kann mir nicht vorstellen, was der dafür gefahren ist und den will runterlassen. Da zu hocken und sagen, dass das unterste Schubladen ist und alles zusammen. Ja. Schlussendlich, ich hüte mich extrem von diesem Gutmenschentum. Es ist sie haben eine Verantwortung, dass sie schauen, dass der sich zusammenreisst. Und wenn der jetzt wieder das nächste Mal spielt, der wird beobachtet sein. Und das hätte er schon jetzt müssen sein. Und die Liga hat ihre Verantwortung. Aber jetzt da von uns sagen, weil es der Captain ist, ist es jetzt noch mehr das. Und so. Am Schluss machen wir alle Fehler. Es ist nicht gut, was da passiert ist mit dem Foul. Und gleichwohl sind wir doch auch bleiben wir auf dem Boden. Es ist jetzt halt passiert. Wir hoffen, dass jetzt nicht irgendwie dann jetzt gerade all drei Spiele passiert und das macht es ja nicht, oder? Ja, und ich glaube wirklich, der Barbero ist einer, der will hart spielen, der muss hart spielen, weil wenn er das nicht macht, dann hat er keinen Job in dieser Liga. Und hat er wollen, dort führen fahren und jetzt einfach den Row runterlassen und ihm den Stock einen Käfer raufhauen? Glaube ich nicht. Es ist wirklich auch noch dazugekommen. Und sorry, das ist einfach so. Der Row ist nicht der Grösste. Bei einem normalen grossen National League-Spieler wäre der Stock nicht ein Kiefer. Und es geht so schnell. Und er sagt dann nachher sogar nicht an der Band. Er hätte ihn eigentlich an die Schulter. Oder? Er hat wahrscheinlich wirklich wollen, an die Schulter. Aber es hat ihn halt einfach nicht dort getroffen. Und ich sage, es geht alles so schnell. Man darf dann an diese Situationen nicht, ich sage mal, zu falsch interpretieren. Es ist einfach wirklich schlecht gelaufen und er muss bestraft werden. Probieren wir noch ein bisschen abschliessend zu sagen, zum Schluss kommen. Der Mark Barbero hat gesagt, er sei kein Unmensch nach dem Foul. Lausanne, ein Club mit Meisterambitionen, der hat gesagt, man muss dieser Mannschaft und vor allem dieser Führung Zeit geben. Wie lange geben die denen Zeit? Er hat von einem 5-Jahres-Plan geredet. Lausanne und seine Ambitionen, Lausanne und die Aussichten. Oder einfach noch 4, oder? Es ist ja nicht so wichtig, wie viel Zeit wir ihnen geben. Grundsätzlich, was denkt ihr, wie viel Zeit er sich gibt? Also, das ist doch ein wichtiger Punkt. Normalerweise redet man da von einer Strategie, von einem Plan über Jahre hinweg und dann geht einem dann recht schnell Geduld aus. Oder? Also wenn man wirklich etwas aufbauen will, dann machst du das nicht in ein, zwei Saison, dann musst du mindestens 3 Saison haben. Und wahrscheinlich dann eher 4 oder 5, oder? Einfach realistischerweise. Über 4 sage ich ja. Gut, ja. Sind wir schon wieder einig. Ja. Es ist sich den ganzen Abend einig, der Andreas Henni, der Sven Helpstone. Ich sage euch, merci vielmals, seid ihr mit dabei gewesen heute Abend. Euch dann Backcheck Talk spannend. Lass uns ein bisschen auseinandernehmen, lass uns ein bisschen genauer anschauen. Morgen Abend geht es weiter bei uns hier auf MySports. 4 Partien stehen in der National League auf dem Programm. Bis dahin. Ciao zusammen.